Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Willkommen auf meinem Kanal zurück zu einem Optimus Prime Ballack Squad Builder Battle. Junge, 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 die Optimus Prime Karten sind am Start und das ist einfach zu krass. Guckt euch die Werte von Ballack an. Den kann man als Stürmer spielen, den kann man als Zehner spielen, als Sechser, als Achter, egal wo, sogar als Innenverteidiger wird er funktionieren. Und mit dabei ist, ja, Seko. Jo, Jungs, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es super. Ja, ich habe den Ballack auch am Start, aber sein Prime. Ja, wir gucken mal, wer hier den heftigeren Ballack von uns beiden hat. Leute, das liegt zum Teil aber auch daran, dass nicht so viele Karten von ihm auf dem Markt sind. Wir nehmen das Video direkt auf, wo die Spieler rausgekommen sind. Ihr seht, 3,4 Millionen habe ich gezahlt. Ich hoffe, ich mache nicht zu viel Minus. Wenn ihr sowas feiert, direkt zu den neuen Teams, zu solchen Karten, SBBs, liken. Ich würde sagen, wenn ihr sowas nochmal sehen wollt mit Optimus Prime Karten, 10.000 Likes. Schaffen wir das, Seko? Easy, 10.000 easy. Meinst du? Easy? Easy? So easy wird das nicht. Wenn die Gas geben, kleine Challenge für euch und gerne kostenlos abonnieren. Bei dir haben wir auch eine Optimus Prime Karte genommen, die über nice ist. Checkt das auf jeden Fall ab. Erster Link in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, let's go. Dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App, Link in der Beschreibung. Boom, wir gehen auch direkt rein in die Spielerwahl und du fügst als erstes ein und ich halte rein. Bist du ready? Okay, ich bin ready, wir fangen an. Also, im Sturm haben wir ja den Ballack hier am Start. Ja, dann dachte ich mir, rechts, mein Freund, gehst du mal mit Ronaldo. Ja, ich habe seine 87er Karte hier am Start und in der Mitte habe ich den Arthur. Ich schwöre, ich wollte Ronaldo und die Baller oder so aufschreiben. Dann dachte ich so, nee, die Baller geht ja gar nicht. Habe ich dann komplett wieder abgeschminkt. Dann habe ich Mahrez und Gündogan aufgeschrieben. Mann! Wichtig. So, ich hatte so ein Gefühl, ne? Wieso mache ich nicht einfach das, was ich denke? Musst du mal machen. Ja. Okay, du hast Flashback Ronaldo? Ja. Ich habe Flashback Robben. Wer ist besser? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Robben oder Ronaldo Flashback? Würde ich gerne mal wissen. Und dann habe ich noch, wo ist er denn? Ich gebe mal seinen Namen hier ein. Dann habe ich den guten Road to the Final von Quincy Promes. Ja! Ja, also ich sag mal so, ich habe einen Holländer am Start, mein Freund, ja. Aber der darf, also, ja, ich habe den De Jong von Messi am Start. Ui. Super! Fühle ich sehr. Darf ich behalten? Okay, wir hatten beide keine deutschen Spieler. Krass. Wir gehen rüber. Linke Seite. Mal gucken, ob das da besser wird. Nächste Runde, Jungs und Mädels. Wir machen dann weiter. Die drei Spieler habe ich aufgeschrieben. So, ich füge mal ein und sag dir dazu was, okay? Okay. Denn bei mir habe ich mir gedacht, gehe ich mal in die... Welche Liga gehe ich? In die La Liga. Und ich bin gegangen mit Benzema, Griezmann und De Jong. De Jong, ha. Also ich sag mal so, ich habe wieder einen Holländer, aber das ist der Seedorf. Dann habe ich Neymar und Mbappé. Okay, ich löse auf. Ich habe Lewandowski Totti, Kimmich Totti und Costa Rulebreaker. Jo, alles klar. Okay. Bro, was für Chill, Digga. Wenn wir schon mal Optimus Prime Ballack haben, brauchen wir ein bisschen diese Bayern-Chemie zu Lewandowski und Kimmich. Wenn die schon spielen, dann zusammen. Und das heißt, Leute, wenn ich heute verlieren sollte, dann gehe ich RIP. Dann gehe ich mit Kimmich RIP, dann gehe ich mit Lever RIP, dann gehe ich mit Optimus Ballack RIP. Und dann könnt ihr mich auslachen, wie ihr wollt. Mir ist egal, ich setze heute alles aufs Spiel. Wen hast du mitgebracht? Ich halt rein. Also ich sag mal so dann, wenn ich die drei Spiele jetzt behalten darf, kann, dann werde ich Gas geben. Und zwar, mein Freund, im Sturm, ja, habe ich den Teixeira am Start. Und zwar sein Rulebreaker, ja. Und dann kannst du schon ein bisschen vorstellen, wer links spielt natürlich. Und zwar, das ist der Neymar Junior. So. Und in der Mitte, ja, es wird teuer heute, Digga, ne? Und zwar, ich habe den letztens gezogen, den 94er Zidane. Was? Ich habe gesehen sogar bei dir, Junge, das war so wild. Roulette hast du gemacht, ne? Ja. Das war zu geil. Ja, krank. Ich würde sagen, Leute, ich habe rausgeknallt, du knallst auch raus. Ich habe Vardy, Sterling, Barnes. Das heißt, die bleiben auch alle drin. Bro, was geile Folge. Geile Folge. Was machst du? Ich dachte, ich knall raus, du knallst auch raus. Woo! Geile Folge. Come on. Shit, das wird teuer. Ich sag dir jetzt schon, das wird teuer. Junge, 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 es geht in die nächste Runde. Mal gucken, ob es so teuer weitergeht wie vorher. Oder ob es jetzt mal langsam, ob wir den Ball mal flach halten. Wieso übertreiben wir so? Ja, ich halte mal kurz flach. Aber nur für 5 Sekunden. Und zwar, Jungs, ja, wer hat Schuld? Und zwar der Juan Männer. Ja, der kommt mal hier rein. Ich hoffe, dass du den Kusaba aufgeschrieben hast. Und rechts ist eine Future Star, und zwar, das ist der Dalot. Ich habe so ein Händchen für die Außenverteidiger. Guck mal hier, wie ich sie reibe. Merkt ihr das? Das ist es. Der schuldige Juan Bernat, Digga. Der wird auch am Ende schuld sein, dass du hier verlierst. Ich werde nur über die Seite kommen. Ich werde cammen. Mein Zelt ist schon aufgestellt. So.
Manuel. Und wem machst du rechts? Quadrado. Okay. Links Torwart, ne? Sag ich dir jetzt schon, wie es ist. Ich werde da campen, Junge. Ich habe da so ein Zelt aufgeschlagen. Ja, aber mal gucken, ob du bei mir auch ein Zelt aufschlägst. Hältst rein? Ja. Alexandro. Rechts? Wenn du rechts hast, dann bist du Genie. Hä, okay. Ich habe den nicht gekauft. Ich muss den noch hier eingeben. Ist ein Totti-Nominee. Kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ne, Keylor Navas ist es auch nicht. Wie heißt der? Der heißt Jesus Navas Totti Nomini. Jesus Navas Totti Nomini, okay. Ja, ich habe den Kleber aufgeschrieben und Davis. Ja, dachtest du der nächste Totti oder was? Ja. Okay. Volle Teams bei mir oder volles Team bei mir. Bei dir habe ich schon Torwart drin. Mal gucken, so sieht's aus. Was du jetzt in der Innenverteidigung aufschreibst. Letzte Runde, Jungs und Mädels. Bro, ich will jemanden snipen und ich denke, du hast ein Icon jetzt am Start. Bro, man darf ja die zweite Icon mitnehmen, ne? Ja. Denke, ich habe dich verwirrt. Die Sache ist, man darf eine zweite Icon mitnehmen, man muss aber nicht, ne? Okay. Jo, ich fange erstmal auf der linken Seite an. Da habe ich mir Fernandinho mitgenommen. Dann gehe ich ins Tor, da habe ich Ederson in Form mitgenommen. Und dann gehe ich doch zu der Icon. Also, wozu das ganze Gelaber, wenn ich am Ende doch eine Icon nehme? Ich hätte auch Ramos nehmen können, ich hätte auch Nacho Fernandes nehmen können, ich hätte so viele nehmen können. Ich habe mich aber schlussendlich nicht für Hierro entschieden, sondern für Carles Puyol. Watschlik, Diego Carlos und ich habe ein Icon. Spanier, Hierro. Ich verstehe das nicht. Moin Leute, ich bin's, Tim. Bronzespieler bei dir auf der Seite, bei mir ein volles Team. Wenn du gewinnen solltest, wird es bei mir safe teuer. Ich habe bei dir die Chance, einen Bronzespieler zu treffen, aber auch die Chance, deinen Zidane zu snipen und den Ballack und alle, die da drin sind, Ronaldo und Co. Bro, ich habe Angst vor dem Spiel, ich sag dir ehrlich. Ich habe so Schiss, Alter. Egal, wir gehen rein, Leute. Verlierer verliert, muss discarden, Gewinner gewinnt. Ab geht's. Also der Wax ist lost, Jungs und Mädels, ja? Soll ich Warum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit 8 Spielern spielen? Hä? Ja. Ach, wir sind Zeit? Noch bei dir dran. Ah! Lol. Hältst du rein? Ja, komm, mach, ey. So, Jungs. Ich wollte nur, dass du jetzt ein bisschen... Egal, mach einfach. Ja, ich mach mal weiter. Und zwar, rechts, ja, rechter Innenfall ist der Gomez von Liverpool. Dann, du gehst ja mit zwei Totis. Ich dachte mir so, hey, wenn der Wakes mit Toti geht, gehe ich auch natürlich mit einer Toti. Van Dijk habe ich am Start. Halt mal dein Maul. Alisson. Come on, Alter, was für eine geile Folge. Junge, boah, was? Ich habe Loris, Konaté und Kimbembe. Was passiert? Come on, Digga. Ey, das war nicht abgesprochen. Ich schwöre, das war nicht abgesprochen, dass wir beide so übertreiben. Wir gehen rein. Jetzt gehen wir wirklich rein ins Spiel. Jetzt wird jemand leiden. Garantiert. So, Jungs und Mädels. Es geht los. Wir gehen rein. Bro, ich glaube, das Spiel wird krank, weil wir erstens richtig kranke Spieler haben, die von überall schießen können. Und auch ruhig. Beide nervös sind. Ich bin ruhig. Ich ja, kannst ruhig sein, wie du willst. Aber Douglas Costa ist durch und sieht da hinten Ballack. Und der köpft den ja einfach rein. Oh mein Gott, zweite Minute hier, was passiert hier? Van Dijk. Was ist denn da los, Junge? Ey, das klappt doch noch, Alter, das klappt doch noch. Nehmen wir nochmal hier Ballack. Zack, 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 zack. Nein! Schön. Oh, ich bin full rausgerückt, Hilfe. Ich wollte abseits aufheben. Jetzt aber. Kurz vor Macht fallen. Komm. Mein Sens, Ballack ist so gut, ne? Ballack ist so gut. Wie hat er den vorgelegt? Und Lever macht es dann eiskalt, ist natürlich klar. Seit Lewandowski. Das ist so OP, ne? Diese R1, was du da machst. Mann. Und raus. Hey, jawohl. Komm, geh. Digga, Ronaldo ist durch. Hilfe. Und jetzt. Ja! Genau dasselbe Tor. Let's go! Ich bin so lost, Mann. Du kannst so gut über Flügel kommen, ne? Du bist der Einzige, der gegen mich so eine Tore macht. Er hat das einfach perfektioniert. Abseits. Nein, der ist. Er geht nicht hin. Oh. Das war kein Abseits. Oh, das war kein Abseits. Schiri! Was soll das, Schiri? Ach ja, du hast doch da einen Bronk. Junge, ich komme die ganze Zeit über die falsche Seite, merke ich gerade. Ich komme die ganze Zeit über die falsche Seite. Ey, ich verstehe das nicht, Mann! Jedes Mal das Gleiche hier, ne? Du hast ja einen Bronze da, ich gehe jetzt so auf die andere Seite, ich habe gar nicht gekämpft. Jetzt flanken.
Wichtig. Jetzt. Ja! Wichtig! Bro, 6 Tore in 37 Minuten, was ist denn bei uns los? Ronaldo? Auf einmal, man kann zaubern und so. Boah, Junge, Alter, Ronaldo geht ab hier. Ach du Scheiße. Und jetzt gegen. Bro! Bitte. Raus! No. Oh. Ich krieg die Krise. Jetzt, sieh dann. Schön! Na, warst du schnell. Du kannst diese L1-Flanke zu gut, Bro. Du kannst sie zu gut. Ein Tor? Nein, doch nicht. Was machst du mit mir? Was machst du? Was machst du da? Bitte. Was machst du mit deinen Autoblocks, Junge? Das regt langsam auf FIFA 21. Ey, wieder voll, Mann. Ich dachte Abseits oder so. Na, komm. Mit Frust, Alter, mit Frust. Jawoll, jawoll! Du Glatzkopf-Robben, Junge! Du bist so ein Glatzkopf, ich liebe dich! Ein Klatsch auf die Glatze mit voller Wucht, Junge! Das klatscht so laut! Jawoll, Robben, Digga, du bist so ein fliegender Holländer, ne? Du bist so gut gerade. Dürfen nicht kassieren. Nein. Uff! Ladies and Gentlemen, Serkan Isak befindet sich soeben in ganz, ganz gewaltiger Gefahr. In ganz, ganz gewaltiger Gefahr. Und das war's, Ladies and Gentlemen. 3 bei deinem Team. 3, Bro. Boah. Ich will ja kein Salz in die Wunde streuen, ne? Aber 3 kann schmerzhaft werden. Bro, du musst deine Spieler verstecken wie ein Meister. Junge, 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 Serkan Isak. Das Ende von Serkan Isaks könnte das hier werden. Ich sag dir so, ich habe 3 Picks. Dein Van Dijk Toti, dein Ballack Prime, dein Zidane Mitte, dein Ronaldo, dein Neymar. Die schweben gerade alle in Gefahr. Allesamt. Ich muss einen von denen treffen. Mit einem bin ich zufrieden. 3 Picks. Ich will nicht den Bronze haben. Ich sag dir so, Bro. Mach dich gefasst darauf, dass ich erstmal deine beiden Stürmer nehme. Ich hoffe, Leute, da steht was Gutes. 2 Picks sind jetzt schon weg. Und einen habe ich noch. Nimm ich den Torhüter. Nimm ich einen rechten ZM, nimm ich einen rechten Innenverteidiger. Nimm ich die Außen-Mittelfeldspieler. Ey, Junge, jetzt habe ich das ganze Team gesagt. Ich nehme noch deinen Torwart. Hallo? Let's go! Yes, baby! Alisson, Alex Teixeira und Diego Dalot. Schwör. Beide Stürmer, Alex Teixeira, Dalot und im Tor Alisson. Linker Innenverteidiger Van Dijk, Gomez rechts, Ballack Rechtsverteidiger, Linksverteidiger Zidane, Neymar Linksmittelfeld, Ronaldo Rechtsmittelfeld. Ich habe alles so gelassen, kann man schon sagen. Was? Als ob. Ich würde jeder überdenken, dass hier ist Fake, Leute. Was soll ich euch sagen? Ihr kennt mein Händchen. Eigentlich hat mein Händchen immer Glück. Ich habe die letzten Wochen so viel diskartet. Ich habe jeden 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen genommen. Und dir nehme ich bei so einem Team auf einmal gar nichts. Lol. Wow. Ja, ich mache eine SBC. Leute. Ja, mach SBC. Jungs. Ich hatte heute mal Glück gehabt, sage ich mal so. Teixeira, Dalot und Alisson gebe ich ab. So ehrlich gesagt gerne. Und die sind weg, Bro. Ich leg grad so Augen, ne? Ich leg grad so heftig Augen. Das ist schon krass, Digga, dass du dich getroffen hast, ne? Ja, Junge, ich treff immer, sogar wenn die nur 1, 2 gute Spieler haben, treff ich was. Jetzt hast du 10 gute Spieler, ich treff gar nichts, gefühlt. Das ist voll komisch, sowas. Aber egal, Leute, 10.000 Likes wären wild. Waren trotzdem eine sehr, sehr spannende und epische Episode. Checkt auf jeden Fall Sekos Kanal ab. Lasst ein Abo bei uns beiden da und ja, Mann, du hast das Schlusswort. Ja, es hat Spaß gemacht, Jungs. Ich hatte ein bisschen Glück. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann bei mir. Ciao, ciao.